Der hat nur an der einen Seite. Okay, dann stellen wir den hier so hin. Der Raum dazu, der wird natürlich noch fertig sein. Jetzt haben wir einen Illanium-Generator und der hat ordentlich Saft. Hallo und herzlich willkommen hier auf Gobbinger TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wie immer für euch am Start und ja, es ist wieder soweit. Wir spielen wieder eine Runde Wildlands. Ja, immer noch mein Favorite im Moment. Wir entdecken im Moment eine ganze Menge. Wir haben ganz schön Fortschritt gemacht. Wir haben in der letzten Folge ja den Mining Drill gebaut. Super Teil, kann man super mit arbeiten. Ich habe da ja schon mal die Probebohrung in der letzten Folge gemacht. Und wir hatten ja uns vorgenommen, oder ich habe mir vorgenommen, hatte ich ja gesagt, dass wir in der heutigen Folge mal gucken, ob wir die Illanium Refinery bauen. Oder beziehungsweise können wir schon bauen, aber da passte der Platz nicht. Und eventuell den Illanium Generator, weil wir haben ja genug von dem Illanium Dust. Der natürlich auch nicht so klein ist. Und da wollte ich ja, wir haben ja schon die Charging Station, deswegen können wir auch ohne Probleme bohren. Habe ich mir gedacht, naja, dann können wir ja den Raum da hinten quasi fertig machen. Und dann haben wir quasi einen Energieraum und wir haben ja die Möglichkeit quasi Strom zu erzeugen. Und das ist natürlich super, weil das bringt uns insgesamt weiter und durch die Charging Station und alles haben wir natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, Batterien aufzuladen etc. Ich weiß noch nicht, wofür diese Refinery ist. Ich vermute mal, dass sie dafür für die Kristalle zuständig ist oder was könnte ich mir vorstellen. Und da müssen wir mal schauen. Wir haben das Zeug halt da. Ich habe es jetzt mal ins Inventar genommen, damit man es auch sieht. Der Illanium-Generator habe ich jetzt nicht drin, habe ich aber auch alles da. Und das wollen wir heute bauen. Und da würde ich sagen, reden wir gar nicht lange. Ich werde mir, ja, ihr seht schon, ich habe das Propellerpack mal ausnahmsweise nicht auf, weil es hat mich im Haus einfach optisch gestört. Ich werde es gleich wieder aufziehen. Ich werde mir jetzt meinen Propellerpack schnappen und den Mining Drill. Und dann legen wir mal los. Und da würde ich sagen, ich haue hier eine kleine Timelapse rein. Und dann sehen wir uns nach der Timelapse oder zwischendrin halt immer mal wieder. In diesem Sinne sage ich mal, let's go! Thank you.
So, jetzt haben wir zumindest schon mal die Räume fertig. Das heißt, hier die Ecke muss ich noch den. Ich krieg den Stone Chunk da im Moment nicht raus. Das ist wieder dieser Bug, wo irgendwo ein Chunk irgendwo hängen bleibt. Also die Räume hier sind soweit fertig. Ihr seht das. Ja, jetzt fehlt nur noch eigentlich die Decke. Und da bin ich jetzt am Überlegen, wie ich das mache. Und zwar bin ich noch etwas unschlüssig, ob ich diese Decke hier nehmen soll. Von der Optik her. Weil das eigentlich mehr wie ein Bodenbelag aussieht. Jetzt weiß ich nicht. Ich müsste mal schauen, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt. Da bin ich noch nicht entschlossen. Vielleicht eine Holzdecke, damit es nicht ganz so stumpf aussieht. Wobei, es ist halt ein Kellerraum, weil sonst müssten wir die wirklich aussehen. Hier sieht auch interessant aus. Sonst müssten wir die wirklich aus den einzelnen Steinblöcken machen. Das fände ich aber ein bisschen arg aufwendig an der Stelle. Wobei es bei den Steinen jetzt auch nicht mehr drauf ankommen würde. Muss man mal ganz klar so sagen. So viel Stein, wie hier schon verbraten wurde. Wir könnten den hier mal probieren. Ja, ich habe nicht genug Platz. Das heißt, wir schmeißen die hier mal raus. Und dann nehmen wir. Oh, ich glaube, der wird als Decke wird er sich eignen, oder? Kann man hier so schlecht sehen. Der ist von unten tatsächlich. Ist der von unten auch? Nee. Aber da könnten wir den nehmen. Dann wäre, wenn der von unten so wie Beton einfach aussieht, dann ist er eigentlich perfekt. Der wird zwar nach oben. Jetzt will ich den noch einmal gerade wegnehmen. Achso, jetzt kann ich den wieder nicht nehmen, weil ich den anderen aufgenommen habe. Den schmeißen wir. Schmeißen wir mal gerade raus, hatte ich eigentlich vor. So. Nehmen wir den nochmal. Und dann setzen wir den nochmal und drehen den mal einmal rum. Uns den nochmal an. So. Ja. Okay, dann hat das ja viel gebracht. Okay, dann würde ich sagen, ziehe ich jetzt hier gerade nochmal eine Decke rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja, jetzt haben wir überall die Decke drin. Ihr seht das schon. Soweit, so gut. Ist ein bisschen leer noch, klar. Machen wir noch, kein Thema. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier den Generator reingezimmert kriegen. Ich schätze mal, in der Ego-Perspektive wird das besser gehen. Wollen wir mal gucken. Ja, erstmal den Flieger auslassen. Wissen wir noch nicht, ob wir ihn brauchen. Den können wir jetzt nämlich bauen. Jawohl. Den stellen wir hier so hin. Der hat vier Ausgänge. Ich will den einmal kurz drehen, um zu gucken, wie der von der anderen Seite aussieht. Der hat nur an der einen Seite. Okay, dann stellen wir den hier so hin. Der Raum dazu, der wird natürlich noch fertig sein. Jetzt haben wir den Illanium-Generator und der hat ordentlich Saft. Den Raum dazu, den bauen wir noch drumrum. Dann ist hier hinten, ist dann der Illanium-Generator drin. Vielleicht kann man das später noch ausbauen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall keine Stromprobleme mehr. Das muss noch verkabelt werden. Hier werde ich sicherlich noch so einen Kabelkanal langziehen. Da geht ja mit dem Bohrer recht zügig eigentlich. Und da können wir den verkabeln. Wir haben oben noch die Windräder. Da haben wir jetzt den angeschlossen. Ich möchte noch mal gucken, ob wir vielleicht Licht anschließen oder was. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall den Generator. Das ist doch schon mal super. Ja. Ganze Menge gebaut haben wir. Neuen Raum hier. Jawohl, hier war die Energiestation. Hier die Ecke, wie gesagt, die muss ich da nochmal machen. Nehmen wir erstmal den Link wieder auf, damit wir den hier nicht vergessen. Und dann grabe ich jetzt hier einmal mit euch das Ganze ein bisschen frei. Das wird dann quasi unser Kabelkanal. Der muss nicht schön aussehen. Da müssen wir noch durchkommen. Dann haben wir hier nämlich so einen Kabelkanal. Können wir sogar hier, vielleicht mal, wo wir mal Licht verlegen wollen. Da kommen wir bis hier hinten hin. Genau, da ist der Link. Da könnte man hier hinterher mit den Nots vielleicht sogar noch bis hier hinten hingehen und dann. Das sogar direkt. Ich habe das jetzt durch die Wand, aber das sieht man auch nicht wirklich, glaube ich. Das probiere ich gleich nochmal aus.
So, erstmal gerade eine Kleinigkeit essen. Njom, 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 njom. Mal gucken, wie viele Steine wir hier gleich mitnehmen können. Alles, was mit kann, gleich weg. Wahrscheinlich das meiste wieder nicht. Ich kenne das schon. Sehr ein bisschen Räumerei. Die wird natürlich nicht ausbleiben. Ihr kennt's. So, dann würde ich sagen, ich guck mal jetzt gerade noch nach dem Lämpchen. Können wir uns eine Lampe machen? Das wäre doch allerdings schön. Es gibt ja diverse Lampen. Eine Wall-Lamp. Da braucht man Light-Bulb, okay. Straßenlaternen sind nicht so interessant. Ich glaube, wir nehmen wirklich die Wall-Lamp. Das heißt, wir brauchen Light-Bulb. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, der wird unten gemacht. Genau, im Killen. Haben wir Glas? Ich glaube, Glas haben wir noch. Gucken wir mal gerade danach. Das soll da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier ein Lämpchen reinkriegen. Oh, wir könnten auch so ein Deckending machen. Finde ich auch ganz cool. Da müssen wir nur... Müssten wir oben wieder einen Kanal ziehen, ne? Oder wie ist das? Ja, das ist dann mehr für die Wohnung, würde ich sagen. Ach, gibt noch schon Strahler, genau. Eine große Lampe, eine kleine. Nein, okay. Weit. Achso, das sind andere. Ah, okay. Es gibt Light und es gibt Lamp. Okay, 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 gut. Wie, ich möchte die hier haben. Ist gar nicht so klein. Wenn wir die jetzt, Moment. Ach, die kriegt von vorne Strom, echt? Das ist ein bisschen unschön. Wobei, wir könnten... Gucken, ob das geht. Ach, jetzt setzt er die wieder nicht so. Oh Leute, ihr wisst gar nicht, wie nervig das ist, dass dieses Baumenü manchmal spinnt. Normalerweise kann ich vor und zurück gehen. Wenn ich die rechte Maustaste drücke. Da würde ich jetzt auf G gehen. Und jetzt setze ich hoch runter und sobald ich dann rechts drücke, müsste er die nach hinten setzen. Aber ihr seht, was passiert. Und ich bin ehrlich, das ist richtig nervig. Naja, ich meine, es wäre jetzt nicht ganz so schlimm, wenn da ein bisschen... Vielleicht könnte man das sogar kaschieren. Ich bin gerade am Überlegen. Wir setzen die jetzt hier hin so. So, ich habe da mal ein bisschen gewerkelt. Und dann wollen wir uns das Ergebnis doch mal angucken, ne? Wie man sieht, sieht man nichts. Das liegt einfach daran, weil der Strom aus ist. Also, wir haben jetzt hier die Möglichkeit... Oh, ich muss erst essen. Aber egal, jetzt erst das Wichtige. Wir können jetzt hier einmal Licht machen, vorne. Und einmal Licht hier in dem Raum. Den Schalter lege ich vielleicht noch um, muss mal gucken. Und wir können für die Charging Station. So, machen wir das wieder zu. Ihr seht schon, es ist hell, der Raum ist fertig. Ich habe erstmal mein ganzes Zeug beiseite gelegt, weil, ne? Sieht schöner aus einfach. Und ist immer griffbereit, den Bohrer brauche ich eh hier. Und wie gesagt, kann ich mir dann alles wegnehmen. Dachte mir auch mal, ich ziehe mich einmal um heute. Mal was anderes. Hier den Raum haben wir fertig gemacht. Wie gesagt, die Ecke, die müssen wir noch. Na, ihr seht schon hier, die Lampe habe ich jetzt auch noch angebracht. Strom sieht man kaum, das ist eigentlich ganz gut. Das hat ganz gut geklappt. So, wir mal gerade was essen hier. Nom, 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 nom. Ja, war viel Arbeit, sage ich euch. Also wirklich viel Arbeit. Aber es hat sich gelohnt, da bin ich mir auch sicher. Es ist ein bisschen mehr wie so ein Keller oder Seitenraum. Da oben muss ich dann nochmal ein bisschen ausbessern. Ja, bleibt nicht aus. Gleichzeitig habe ich mir ein paar Kisten hingestellt, damit ich ein bisschen Lagerraum habe, weil ich dann demnächst das Hauptlager hierhin verlagern werde. Wenig die Sucherei. Also das klappt schon mal ganz gut, ihr hört das schon. Den machen wir jetzt aber mal aus, weil der doch ganz schön nervt von seinem Sound her. Und hier hinten ist der Energieraum quasi. Hier ist der Generator, der ist jetzt bis jetzt noch nicht voll angeschlossen, das heißt wir haben noch Reserve. Erstmal angefangen das Ganze natürlich. Und dann kann man hier so durchgehen, dann seht ihr das schon. Da habe ich das Ganze verkabelt. Das hier wird von hinten vielleicht noch ein bisschen verkleidet. Hier habe ich dann immer die Switches reingestellt. Das werde ich da hinten dann auch nochmal machen. Und dann hier die Notz. Hier haben wir noch einen Notz über, den werde ich vielleicht nochmal für den
Den werde ich vielleicht nochmal versetzen und hier direkt hinsetzen. Muss mal gucken, wie ich das mache. Da bin ich mir aber noch nicht schlüssig. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man immer noch. Außerdem haben wir die Möglichkeit, gleich bis hierhin. Hier ist nämlich die Werkstatt. Vielleicht nochmal eine Lampe in der Werkstatt zu verlegen. Dann können wir da die Öllampen wahrscheinlich rausnehmen. Das ist auch ganz cool. Wie gesagt, die Lampen kann man alle ausschalten. Das war mir wichtig. Der Schalter ist vielleicht nicht an der optimalen Position, weil der ist halt hier im Elektrizitätsraum, aber normalerweise lässt man die auch an. Und ja, wie gesagt, hier haben wir noch Reserve. Da könnte man dann noch was Switches reinsetzen. Und jetzt wollte ich noch mal gerade was schauen. Da fällt mir ein, wir haben was ganz anderes vergessen, was ich gebaut haben wollte. Das war der hier. Das Zeug dafür habe ich ja. Wie groß ist denn der eigentlich? Jetzt hole ich mal gerade die Sachen. Den habe ich ganz vergessen. Aber den können wir notfalls beim nächsten Mal bauen. Das ist auch kein Problem. Dann baue ich den Raum dafür vor und dann. Das geht dann schnell. Jetzt wollte ich einmal gucken, wie groß das Gerät ist. Ihr seht schon, ich habe die Wächterrüstung natürlich am Mann. Ganz klar. Ist ja nicht so, dass ich die nicht nutzen würde. Das ist halt hier. Ihr seht schon, hier ist es ein bisschen dunkler. Das heißt, wenn man hier da oben an der Wand noch eine Lampe setzen würde, wird das, glaube ich, ganz gut kommen. Weil das ist doch schon ein Unterschied. Jetzt will ich einmal gucken, wie groß das Ganze wäre, wenn wir den bauen. Wieso wird er mir jetzt nicht angezeigt? Da ist er, okay. Ja, so groß ist er gar nicht. Den könnte man vielleicht auch hier in die Ecke setzen. Muss mal gucken. Weiß jetzt noch nicht, ob der Strom braucht. Ich glaube, den setze ich dann später hier in die Ecke. Da kommt er ganz gut. Das heißt, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann nehmen wir das Zeug hier nochmal weg. Die Kiste, die klotzen wir gerade weg. Das ist kein Problem. Das geht schnell. Machen wir gerade zusammen. Und ich glaube, da ist der Hammer schneller. Moment. Bei Metall ist der Hammer schneller. Ich könnte jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das auch mit dem Dödel gehen würde, aber ich habe Angst, dass ich was anderes kaputt kloppe. Ich habe den Hammer weggeschmissen, oder? Ach, sehr schön, ja. So, jetzt aber. Also mit dem kann man dann auch Steine machen. Ihr seht, oben links seht ihr schon, den Strom sieht man auch ganz leicht. Ich habe den so ein bisschen kaschiert. Und ja. Mit so ein bisschen Tricksen von den Möbeln kriegt man dann auch mal Regale in der Wand rein. Das funktioniert auch ganz gut. Da muss man ein bisschen probieren einfach mal. Bin mit dem Ergebnis sowieso ganz zufrieden. Es ist auch ein bisschen leer, klar, man kann auch ein bisschen mehr machen. Aber wir haben ja auch noch nicht alles entdeckt. Es fehlen ja noch. Wow, das dauert ganz schön lange, merke ich gerade. Oh mein Gott. Ja, okay, lassen wir das. Lassen wir das. Nein. Wir gucken mal, ob wir das Ding einfach davor setzen können und man es nicht sieht. Also, Illandium. Hat der irgendwo ein Not? Ich muss mal gucken. Also. Will ich mal einmal schauen, wenn wir den drehen. Ist hier zu hell, ne? Da sieht man es besser. Ich sehe keinen Anschluss. Das hieße, wir könnten den hier hinsetzen, finde ich. Einfach so. Moment. Weiß nicht, ob der nach hinten durchsteckt. Wir den jetzt hier so hinsetzen. So. Nee, das sieht nicht aus. Das war ein bisschen zu weit. Nochmal das Ganze ein bisschen weiter nach hinten. Dann mal gleich. Dann drehen das Ganze. Ungefähr so. Ja, das geht doch klar. Sieht man das Fass dahinter auch nicht mehr? Jetzt will ich einmal gerade gucken. Ja, der geht da hinten durch. Das ist aber nicht schlimm. Das sieht aus, als wären da Rohre drin. Das heißt, wenn wir den Stein da nicht mehr wegkriegen, dann sieht das aus wie ein. So, jetzt will ich doch mal gucken. Wie funktioniert denn das? Aha! Ich hab's doch gewusst. Die Illandium-Kristalle werden hier zu Dust verarbeitet. Das ist perfekt. Weil wir haben nämlich. Die Frage, die ich mich nur stelle, ist, ob der Strom braucht. Braucht er jetzt Strom oder braucht er keinen Strom? Weil ich sehe keinen Anschluss, wenn ich ehrlich bin.
Das ist jetzt die Frage. Wir haben aber was von den Kristallen. Das probiere ich jetzt mal aus. Das muss ich mal gerade. Nicht, dass ich was Falsches sage, aber die Kristalle waren, meine ich, hier. Jawohl. Jetzt schauen wir doch mal. Wenn wir jetzt hier rangehen. Jetzt einfach mal einen machen. Er geht nicht an. Okay, dann hau ich den erst weg. Da muss ich mir den nochmal von außen angucken. Ich vermute mal, dass der doch Strom braucht oder so. Ey, das finde ich aber raus. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil von der Zeit her sind wir soweit durch. Wir haben ganz schön was geschafft heute. Ich werde jetzt noch gucken wegen der Refinery und ich denke mal, die werde ich dann noch setzen. Die wird dann wahrscheinlich auch in die Ecke kommen. Ich muss nur gucken. Ich glaube mal, die wird dann doch irgendwo Strom brauchen oder was? Obwohl da was vom Fuel stand. Ich probiere das aber mal draußen aus. Da kann ich so notfalls schnell wieder wegnehmen. Ja, ihr seht schon. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe nochmal rumprobiert und dann ist mir eingefallen, da stand auch nur Fuel. Setz das Ding doch einfach mal. Pack doch da einfach mal ein bisschen Brennstoff rein und schmeißt die Kiste an. Und naja, sie rattert wie ein guter alter Dieselmotor. Hört's euch an, schönes. Ja, also wir haben es doch noch geschafft. Wir haben die Refinery aufgebaut, wir haben den Raum gebaut, wir haben den Generator gebaut. Perfekt. Alles Ende ist so, wie es sein soll. Ich bin glücklich. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Und immer schön dran denken, Spaß ist, was du draus machst. Tschö!